Liebe Zuschauer, den nächsten Beitrag wird Jonas ankündigen. Jonas ist seit 3 Monaten hier in Magdeburg und ab Montag wird er einen intensiven Deutschkursus besuchen. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Jonas. Nach längerer Zeit haben wir wieder einmal das Kinderfest im Friseurmuseum besucht. Das hat sich mittlerweile fest in der Beimusidelung etabliert und so war der Andrang diesmal besonders groß. Über 30 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern besuchten das Kinderfest, das wieder der Haarverband im Friseurmuseum an der Walbecker Straße mit Hilfe vieler Sponsoren organisiert hatte. Die hatten auch für die vielen Preise beim Büchsenwerfen, Eierlauf, Sackhüpfen oder Topfschlagen gesorgt, weshalb sich der Dank der Museumsleiterin Barbara Psoch neben den vielen freiwilligen Helfern auch besonders an die Stadtsparkasse, die IKK Gesund Plus und an die MDCC richtete. Auch sonst ist im Friseurmuseum immer etwas los. Bei uns ist es immer turbulent. Wir haben nach dem Bart-Event, das wirklich auch sehr interessant war, mit den bayerischen Gästen, hier einen kleinen Garten vorbereitet. Den hat uns die Wobau GmbH zur Nutzung überlassen. Und wir haben den eigentlich urbar gemacht, weil wir für so einen Tag wie heute, für das Kinderfest, eine schöne zusätzliche Spielfläche haben wollten. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Die Kinder stehen schon vor der Tür und dann wollen wir all diese Räume nutzen. Eine neue Freiwillige konnte die Leiterin auch begrüßen. Ich bin die Conny und habe mich gestern ganz spontan gemeldet und wollte was Freiwilliges tun, was Ehrenamtliches. Habe mich in der Freiwilligenagentur gemeldet. Aha. Und man hat mich gleich hierher verwiesen und hat mich für heute eingeladen. Und nun schnuppere ich heute hier rein und will mal schauen, ob das was für mich ist und wie weit ich das Friseurmuseum unterstützen kann. Wie so der erste Eindruck? Unwahrscheinlich tolle Sachen, die da drin stehen im Museum. Fantastisch, wo ihr die alle hergesammelt habt. Im Hof gab es selbst gebackene Krebs, Windbeutel und Kekse. Auch Honigmilch, Kakao und Milchshakes waren im Angebot. Die Besucher waren rundum zufrieden und begeistert. Also wir haben eigentlich das Friseurmuseum von Anfang an begleitet. Also wir haben mitgekriegt, wie es mit wenigen Objekten begann und was immer so als Neues dazu kam. Zwar Neues, Altes, aber trotzdem haben wir uns auch heute wieder gefreut, viele neue Dinge zu sehen. Eigentlich gefällt uns alles hier, weil wir auch Frau Psoch sehr gut kennen und die eigentlich uns für solche Sachen noch interessieren. Und diesmal haben wir unsere Enkelin mit, um schon mal ihr so zu zeigen, wie das früher alles so gewesen ist. Ja, ich wollte ihr die Haare abschneiden mit so einer schönen Schere da, aber das will sie nun mal nicht. Ja, nun müssen wir sehen. Und das Friseurmuseum ist auch gut für Leute, die nur noch wenig Haare haben. Das spielt keine Rolle. Aber vielleicht die kommenden Veranstaltungen. Im Oktober haben wir den Tag der offenen Museumstür. Am 27.10. beginnt es im Friseurmuseum 15 Uhr für alle Gäste, die einmal im Friseurmuseum vorbeischauen möchten. Wir haben allerdings schon eine Gruppe, die ist gebucht und da hoffen wir, dass auch diese Gruppe dazu beitragen wird. Dann ist es die Halloween-Party der Stadtsparkasse Magdeburg. Da beteiligen wir uns und schminken all die Kinder mit einer hoffentlich fröhlich lustigen Maske. Dann ist noch ein besonderer Tag, das ist der 25.11., weil an diesem Tag die Friseurinnung 303 Jahre alt wird. Darüber haben wir schon öfter berichtet und dieses Mal findet in der Handwerkskammer unserer Stadt das besondere Highlight statt, dass wir einen Baum, den Magnolienbaum, den wir haben im Frühjahr eingepflanzt, mit einem Schild versehen und auf diese über 300 Jahre hinweisen.